Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Aufnahmesession aus unserer Let's Play Kindheitserinnerungsserie. Und neben mir ist jetzt wieder der Tramp. Hallo miteinander. Und genau, wir spielen hier Stunbike Island, Island, was auch immer. Island, of course. Genau, Stuntbike Island. Und das ist ein Online-Spiel. Und jetzt starten wir einfach mal. Aber man muss sagen, du hast es jetzt als Verknüpfung gestartet. Richtig, ich habe es mir damals auf meinem virenverseuchten PC runtergeladen, sodass ich nur eine Installationsdatei jetzt habe und die installiert habe und die ist natürlich virenfrei. Und, aber du nimmst schon mit den Flammen, bitte. Nehmen wir Flammen. Okay, ja. Jetzt habe ich gedacht, so nette Blümchen. Nein. In Watch Dogs gibt es auch so eine Blümchen-Mission. Of course. Welche haben wir denn immer gemacht? Ganz eindeutig die ganz rechts. Da ist der große Berg in der Mitte. Ich glaube, das war der. Genau, Ho-Ukui. Keine Ahnung. Hawaii. Okay, gut. Wir spielen jetzt zusammen an einer Tastatur, ja. Einer Pferde, andere springt. So haben wir das früher immer gemacht. Richtig. Aber da müssen wir natürlich, wir spielen das jetzt auch erst wieder. Also ich habe es das letzte Mal vor einem Jahr gespielt und der Tramp. Keine Ahnung. Also bei mir war es schon um viele, viele, so viele, viele Jahre her. Auf Next. Bestimmt 4 Jahre sind das her. Ah, länger. Wie alt bin ich überhaupt? 17. Und los geht's. Ah, die Grafik. Wow. Die hat was. Na, da hätte ich auch gerade 2 Sprünge machen können. Erzählen wir... Scheiße. Mal ein bisschen was von der Karte so hier. Und zwar gibt's hier oben so... Ich weiß nicht, Power-Ups nennt man die, oder? Ja, kann man so nennen. Und die, je nachdem, multiplizieren... Da hätte... Ach, du musst ein bisschen aufmerksam... Das war früher immer das Problem, dass du manchmal nicht so aufmerksam warst. Richtig, und jetzt hier noch gleichzeitig wir fahren jetzt, Play zu machen. Ja, das ist vor allem schwierig bei dem Spiel, wenn du nämlich richtig reinhauen willst. Man muss auch sagen, wir haben es auch schon mal ganz nach vorne geschafft. Richtig, und ich war schon mal unter den ersten 10 Plätzen, das habe ich alleine gemacht. Och. Und das war sowas von Hammer. Es war einfach, das war deine Schuld. Da schaffen wir 2, gleich bleiben wir da drauf. Jawohl. Das war nicht gut. So, jetzt. Ja. Nicht nochmal ein, lieber auf Nummer sicher. Richtig. Wie schon gesagt, die Power-Ups verdoppeln oder vervierfachen unseren Punktestand, den wir durch den Sprung erzielen. Aber das kann man nicht schaffen. Nee, das schafft man nicht. Ah, da gibt es auch noch einen coolen Trick, den habe ich im Internet gesehen. Den zeige ich dir jetzt mal, lieber Tramp. Fahr mal geradeaus. Und dann wirklich Richtung Meer. Fahr wirklich mal ins Meer rein. Los, dreh um. Wieder zurück zur Insel. Alter. Achso, jetzt muss ich nur noch springen, scheiße. Aber du musst eigentlich nur 100-mal die Leertaste drücken und dann fliegst du praktisch. Machen wir das Ganze nochmal? Nee, das machen wir jetzt nicht. Doch, weil sobald wir wirklich wieder in dem farbigen Spiel sind, dann werden unsere Punkte gewertet und gezählt. Gleich umdrehen, zurück auf die Insel. So, jetzt lassen wir uns fallen, schön fahren auf die Insel. Und jetzt hier, das zählt jetzt alles. Ach, scheiße, wir sind falsch gelandet. Aber wenn wir jetzt wirklich richtig gelandet wären, dann hätten die Punkte wirklich gezählt. Das war deine Schuld. Das war meine Schuld. Und meine, im Nachhinein. Also müsste ich mich erst wieder richtig orientieren, weil da eine Runde ist halt... warte, ich drehe das mal noch um. Irgendwie ist halt ein bisschen der Wurm in meiner Sprache drin, wie so oft. Wow. Das war knapp. Das war knapp, ja. Aber es ist wirklich ein tolles Spiel. Und macht echt viel Fun. Oh. Ja, wow. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Genau, und dann sehen wir da unten noch so Blümchen. Ah. Und die Blümchen, die geben unserem Stuntmännchen hier mehr Kraft, sodass er schneller in die Pedale treten Mach kann mal ein. Und somit besser springen. Ja. Das hat nicht so ganz geklappt. Okay, gut. Genau, und dann haben wir natürlich hier noch ein Zeitlimit.
Und hier gibt es einen Balken und wenn der sich füllt, bekommen wir wieder ein paar Sekündchen dazu. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, ist Game Over. Und wir haben gerade 1500 Punkte. Wie? Bitte nochmal lesen. 15.000, Verzeihung. Stimmt, das wäre jetzt ein bisschen wenig gewesen. Aber 15.000 ist, glaube ich, für die erste Runde nicht schlecht. Naja, beim letzten Mal hatten wir... Da waren wir jetzt noch einen Sprung. Da hatten wir immerhin 60.000. Ach. Gut. Dann tragen wir hier mal unseren... Was tragen wir überhaupt ein? Also wir haben früher haben wir immer LM oder... LM, richtig. Lukas Marco und Zigarettenmarke. Ach, da muss man jetzt ins Internet. Nee, jetzt 182. Hat sich da die Rangliste geöffnet. Die können wir gerne mal hier anschauen. Wo sind wir denn? 182, LM. Da oben schwarz. Ah ja, 182. Das ist doch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück ins Spiel rein. Perfekt. Und da tryen wir jetzt genau, again. Wir wechseln am besten mal. Einmal fahre ich. Und wie, also springen ist klar, aber... Leertaste und S. S, okay. Stunt, okay, macht Sinn. Richtig. So, jetzt sitze ich hier am Steuer und der Tramp, der jumpt hier einmal. Los geht's. Da... Autsch, das hätte wehtun können. Mist, ich habe die Kurve nicht mehr gekriegt. Also, wenigstens kann man da jetzt... Kommt man da aus dem Wasser wieder raus? Jetzt pass auf, den Vierer, den holen wir uns. Nicht? Das war so geplant. Jetzt drehen wir hier einmal um. Ah, wir hätten ein bisschen weiter umdrehen müssen. Aber ich zeige jetzt mal die perfekte Fahrtrunde, wie man am besten die Punkte auf dieser Map erzielen kann. Ah, okay, wir haben ja eigentlich klar. Den hat es hinausgezögert. Das ist klar, dass der am besten ist. Das haben wir. Aber wenn man den richtigen Sprungpunkt auch erreicht. Und umdrehen. Dann natürlich alles geplant. Unfall und dann gleich umdrehen. Oh, ich muss vom Gas runtergehen. Ach, Scheiße. Das war meine Schuld. Irgendwann kommt man so ein bisschen in den Flow rein und dann... Und dann passt das Ganze wieder. Mensch, wenn der Tramp da so neben mir seine Finger da so durchquetscht, kommt mir das vor wie bei Hostel. Das ganze Knochengeknackse und voll Beifel. Also Hostel ist wirklich ein richtig schlechter Film. Also der dritte Hostel-Teil habe ich neulich angeschaut mit dem Griechen und der war wirklich am besten von der Story her, aber der war leider gecuttet. Deutsche Version, oder? Ja. Den haben wir im Laden gekauft, weil dem sein Internet nicht funktioniert hat. Wir schauen das immer per Stream an. Das war gut, der Sprung. Ich habe übrigens Saw 1 auf dem Handy. Fällt mir gerade auf. Saw wollte ich auch mal immer anschauen. Das sei ja so eine lustige Horrorkomödie. Ah, komm mal. Ja, doch, passt. Stopp, so ist gut. Gut, 5600. Oh, jetzt läuft's gerade. Ich sag nichts. Jawoll. Sieht gut aus. Ah, Mist, zu doch, viel. Doch. Ja, wir haben ihn bekommen. Aber wir hätten noch zwei schaffen können. Egal. Übung macht den Meister. Ah. Wow. Okay, dann... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Holen wir uns mal den Vierer. Jawoll. Den kriegen wir ja nicht. Wobei, wenn wir da hoch... Na, nee. Da sterben wir dann. Ah, Mist. Den kann ich dir übrigens, wenn du Bock hast, noch auf deinen PC draufziehen, damit du den auch hast. Gerne. Geht nicht schnell. Geht nicht so lang, meine ich. Gar nicht mal so gut. Ja, genau. Das sind so die kleinen Tücken der deutschen Sprache. Da gibt es dann noch so weniger lustige Sachen wie tut, ich tu jetzt hier springen oder ich tu hier fahren. Das ist noch ein Tick schlimmer.
Und leider ohne Humor. Ja, die Berliner, die tun, was sie immer tun, ne? Ah, so ist es. Siehst du? So, jetzt schaffen wir gleich zwei Sprünge. Ne, nur einen. Aber die Zahl hat sich auf jeden Fall schon mal... 25.000? Ja. So, vielleicht mehr auf die Vierer, vielleicht ein bisschen, ja, da haben wir mehr ja Stärke. Wenn wir schaffen wir bei dem ganz großen Berg, da schaffen wir dann vielleicht mal drei Sprünge, wenn wir richtig alles voll haben. Okay, jetzt haben wir hier noch so ein... Wow, da geht's schon mal richtig ab, ey. Okay, jetzt wagen wir nochmal den Sprung und dann wird die Zelt auch schon zu Ende sein. Also, wo ist es jetzt nochmal? Da links. Da haben wir nochmal so eine Blume. Komm, den holen wir uns noch. Yes, noch einer! Jawoll! 5000, das ist nicht schlecht. Und noch ein Sprung und... Mist. Gut, wo sind wir jetzt? 180 waren wir vorhin. Ich denke mal so bei 140. Mensch, wie hat die Community hier abgenommen? Geh mal hoch. Wir sind auf Rang 1. Ja. Hey, das... Das ist ja... Wir sind auf der ersten Seite auf Platz 40. Richtig, genau. Das heißt, wenn wir 75 und früher waren wir, als wir die ersten paar Male gezockt haben, waren wir auf der fünften Seite auf Platz 800 oder so. Richtig. Und jetzt, wie die Community abgenommen hat. Also ganz ehrlich, 74.000 ist gut zu schaffen. Wenn man es wirklich... Das ist Kindergarten. Pass auf, wir spielen nochmal eine Runde. Es kann durchaus sein, dass wir vielleicht sogar von Standbike Island zwei oder drei Parts machen. Mhm. Denn es macht riesig Spaß und Schaden tut es jetzt eigentlich nicht. Und es ist auch gut, wenn wir momentan leider relativ wenig Videos, habe ich so das Gefühl. Du hast wenig Videos. Ich habe sehr viel, sehr, sehr, sehr mega viel. Ja genau, ich habe wenig Videos. Marco betrifft es nicht. Richtig, Gott sei Dank. Wäre schlimm. Nein! Aber... Ah, schade. Aber ich fahre jetzt hier mal die perfekte Runde. Zwei Sprünge bleibt, ja, einen dritten wagen wir nicht. Hätten wir geschafft. Aber man kann halt nicht auswählen, welchen Sprung die nimmt. Der, richtig. Der Dreher, der braucht ein bisschen länger, wenn die ihr Fahrrad so dreht. Das stimmt. Oh, das wird... Nein! Ach, jetzt gehen wir gleich da lang. Den haben wir nicht. Schade. Und wir haben ja schon 12.000. Okay, und wir haben 150 Sekunden, haben wir noch Zeit. Ja, da reicht mal. Wir haben aber leider kein Ding mehr hier. Ach so, das macht nichts. Können wir ja einsammeln, so ein Power-Up. Genau, nochmal zum Spiel. Die Blumen, die geben uns mehr Kraft. Bisschen weiter links. Und knapp verfehlt. Und die Ananas, die gibt uns auch nochmal mehr Kraft. Sozusagen Energie-Cocktail. Da bräuchten wir es mal wieder. Richtig, aber da haben wir jetzt... Wir haben jetzt relativ viele Vierer. Jetzt pass auf, jetzt machen wir die mal was. Fahr mal die perfekte Runde. Wir schaffen das schon. Mach ich doch. Mach mal ein Jump. Und jetzt können wir gleich nochmal einen. Noch springen, jawohl. Jawohl. So habe ich es immer am Anfang gemacht. Und dann bin ich hier so entlang. So, und jetzt fahr bis weiter links. Ja, das jawohl. Ist auch sechs Mal. 3800 Punkte haben wir hier eingeheimst. So, und jetzt drehe ich so um. Richtig, jetzt drehen wir um. Ah, der Vierer hat es weg. Also können wir zwei. Richtig. Wenn wir jetzt richtig Power haben. So, jetzt Vorsicht. Sprung. Ah. Den holen wir uns. Gib Gas. Ja, keine Bange. Nur ein. Ah, zum Glück hatte ich so reagiert. So ist gut. So, jetzt holen wir uns nochmal den Vierer. Das heißt, wir springen da so rauf. Und machen hier mal eine Vollbremsung. Drehen wieder um. Perfekt. So. Irgendwo haben wir noch einen Vierer. Ja.
Ah, fuck. Die Blume, die holen wir uns. Und ich weiß, glaube auch, wo wir den Vierer haben. Oh, ist nicht so viel rumfahren. Da machen wir es auch nochmal ein. Richtig. Ah, hat wieder nicht reagiert. Nee, das ist das Problem, wenn er in der Luft ist, dann springt er nämlich nicht. So, jetzt holen wir uns den Vierer. Jawohl, den haben wir geholt. Komm, wir drehen wieder um. Wir fahren eine Runde trotzdem, man kann da. Ah, das hat nicht so ganz geklappt vom Höhenverhältnis. Aber ist dir eigentlich gerade hier bewusst geworden, dass wir die Rollen tauschen? Damals bin ich immer gesprungen und du gefahren. Das war damals grundsätzlich so. Ja, da. Ja. Bisschen abwechseln muss man. Das klappt also auch nicht so schlecht. Nee, das klappt recht gut. Müssen wir nur schauen. Ah, okay. Machen wir wieder hier die Runde zurück. Da drehen wir wieder um. Komm, wir drehen nochmal um, oder? Ja, wir drehen nochmal um. Wow! Nein, aber die Punkte hat es, glaube ich, noch berechnet. Ja, schon, aber es wäre gut gewesen. Denn jetzt schaffen wir es ja nicht. Wir probieren es trotzdem. Da müssen wir das alles perfekt setzen. Ah, fuck! Ein Millimeter-Ding war das gerade. Und wir haben nur noch wenig Zeit. Komm. Oh, das war knapp. Holy shit. Jawohl. Na. Ah, wäre da noch so ein Vierer ab, wäre das perfekt. Jawohl, das hat's noch gezählt. Gut, Submit. Ja, meinetwegen. Ich will gucken. 9. 18. 18, was war das denn nochmal? Sag doch ganz hoch. Die letzten 10 Tage sind wir jetzt auf 3 und von allen sind wir jetzt auf 18. Wow, so, komm, wir wechseln noch einmal. Das ist mal nicht schlecht. Das heißt, wir gehen wieder einmal zurück. Aber wir haben ja eigentlich noch voll viel Zeit, merke ich. Ja, natürlich. Try again. Try again und... Harry, hopefully, Und, ach so. Am besten machst du das so am Anfang, dass du nicht gegen den Baum fährst. Ja. Dass du die ersten 3-4 Hügel langsam fährst. Wow. Dann können wir an jedem von diesen Hügeln einen Jump machen. Gut. So, bitte jump den kleinen Hügel links. Ah, wobei wir haben den 4-mal Power-Up erwischt. Ja, da kann ich mich nur dran erinnern, dass wir den so auch erwischen. Mit dem kleinen Berg auch sogar noch besser. Hat so wenig Kraft. Oh. Warte nochmal. Hätten wir eigentlich umdrehen müssen. Naja. Genau, schön die Blume. So. Da wagen wir 2 Sprünge. Ich bleib drauf. Ende. Gut. Ah, da fährt der wieder wie zum Baum. In der Luft, da kannst du einfach nicht so gut. Du musst nicht so gut. Jetzt, was sagst du eigentlich zu meiner Sherry-Tastatur? Wie ist es so? Ja, nicht schlecht. Ich finde sie gut. Da macht das Schreiben auch gleich wieder mehr Spaß. Du, ich glaube, ich kaufe mir noch oben so ein... Weißt du, was wir noch machen? Was? Wir drehen hier jetzt um. Und fahren hier jetzt... Boah. Jetzt erreicht nur ein Jump.
Ich glaube, ich kaufe mir so ein gutes Standmikrofon, wo man vor sich auf den Tisch stellen kann mit Popschutz. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Als das Rode, wo da neben uns steht, das große mit dem langen Ständer. Du meinst ein komplett anderes Mikrofon kaufen? Richtig, wo ich hier auf den Tisch stelle. Das, du kannst auch fürs Rode kannst auch einen Tischständer kaufen. Das ist ja vielleicht ein bisschen billiger. Oder wenn wir es ganz professionell machen. Nein! Dann ist das rechte Mikrofon, also von Rode, für den, also für meinen Gast, sprich für dich, und das Tischmikrofon vor mir für mich, so hört man uns vielleicht gleich laut. Das kann so sein. Naja, mal schauen, was so die Zeit noch alles so bringt. No! War der Baum im Weg. Den haben wir. Nicht jumpen. Nicht jumpen. Nicht jumpen. Nicht jumpen. 3 Sekunden, doch. Oh, jetzt nicht. Ja. Jetzt. Oh. Gerade anders, als ich eigentlich gedacht habe. So läuft's meistens. Nochmal ein. Haben wir schon in Bearbeitung. So, wenig Anlauf. Ah, oh, schade. Ja, der war noch. Mann. So, nicht jumpen. Für so ein Vierer lohnt sich das ein bisschen Umweg zu machen. So, jetzt holen wir uns nochmal so einen Zeitboden. Da hätt's Oh, jetzt fahr ich erstmal an den Linger vorbei. So. Jetzt gehen wir mal fleißig Gas. 1, 2, 3. Moin. Hat der denn mit mir genommen? Nehmen wir mal die anderen lassen mit. Sehr schön, hätte ich auch gerne mal den Kopfschirm. Und jetzt die. 2 Sprünge, wir riskieren's. Ja. Mit Erfolg. Der nicht wagt, der nicht gewinnt. Boah, also das ist richtig heftig, wenn du alles voll hättest. Hey, wir haben 3! Ja. Hab ich jetzt gedacht, wir haben noch so wenig Zeit, jetzt machst du mal 3 Sprünge. Okay, machen wir mal Schluss mit diesem Part. Genau, vielleicht kommt da noch ein anderer. Noch ein zweiter irgendwie. Genau, kann gut sein, zu 80%. In diesem Sinne, Tramp macht die Verabschiedung. Also ich würde da mal sagen hier, also das Spiel macht auf jeden Fall Spaß, es zu empfehlen. Vielleicht haben wir noch einen Link in die Beschreibung. Das können wir noch machen, ja. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Auf arcadetown.com, glaube ich, ja doch, so heißt es. Ja. Genau.